Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast. Jetzt am Abend gibt es noch ein kleines Transfer-Update, nämlich es geht um den Spieler Marco Krühl und da werden die Rapid-Fans jetzt doppelt Freude haben, denn sie haben heute erstens das Spitzenspiel gegen den LASK gewonnen und zweitens schaut es momentan sehr gut aus, als ob Marco Krühl vom SV Ried zu Rapid Wien wechseln wird und das noch in diesem Winter. Schauen wir uns doch mal die Details dieses Transfers an. Von meiner Seite noch ein kleines Dankeschön, denn dieser Kanal hat jetzt 200 Abonnenten erreicht. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommen wird, denn ich mache das einfach nur nebenbei. Und es ist wirklich eine schöne Sache, dass so viele Leute entschieden haben, mir da ihr Abo zu geben. Auf jeden Fall bedanke ich mich für den Support und falls euch dieses Video auch gefällt, könnt ihr diesem auch ein Like geben. Den Kanal abonnieren natürlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und starten wir mal gleich rein mit dem Video. Viel Spaß! Also für die Leute, die Marco Krühl noch nicht kennen, er ist einer der Shootingstars im österreichischen Fußball momentan. Er spielt für den SV Ried in der ersten österreichischen Bundesliga, hat davor aber lange Zeit auch nur auf einem kleineren Niveau gespielt, dafür auch sehr gut und ist dann zurückgekommen, ist mit ihnen aufgestiegen und spielt jetzt in der Bundesliga und zeigt dort auf jeden Fall, was für ein talentierter Junge er ist und es heißt schon was, wenn Rapid und Salzburg beide dich wollen. Kurz zu seiner Biografie, er wurde am 6.7.1998 geboren, also ist 22 Jahre alt, also noch relativ jung, kommt aus Österreich, ist 1,82 groß, spielt hauptsächlich auf dem Linksaußen, ist aber sehr variabel einsetzbar im Sturm und er ist beidfüßig auch noch dazu, also auch definitiv eine sehr gute charakteristische Sache, wenn er mit beiden Füßen schießen kann als Stürmer. Und vor ein paar Monaten war es dann auch schon relativ klar, dass er wechseln würde, denn natürlich mit seinen guten Leistungen in der Bundesliga hat er auf jeden Fall seine Aufmerksamkeit auf andere Vereine gezogen und da hat es erst so ausgeschaut, als ob Red Bull Salzburg den Zuschlag machen würde, aber die haben gezögert oder wollten ja nicht, man weiß es nicht so genau, aber laut aktueller Information schaut es sehr gut danach aus, als ob Rapid Wien den Zuschlag bekommen wird. Die beiden Vereine haben auch bestätigt, dass es Gespräche gibt und Ried soll sich auch schon nach einem Ersatz umschauen, deswegen wirkt er schon alles sehr seriös. Und da werfe ich gleich mal die Frage in den Raum an die Rapidler, was die davon halten. Wenn ihr dazu Meinungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich, da gern mit euch drüber zu diskutieren. Und meine Meinung dazu ist, dass es ein sehr guter Transfer für Rapid wäre. Die sind momentan erstens gut drauf und ein weiterer Alternative im Sturm, er ist schnell, er ist abschlussstark, kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen und wenn der Deal durchgeht, dann hat Rapid auf jeden Fall noch größere Chancen, Salzburg dieses Jahr mit dem Titel zu matchen, also definitiv ein guter Transfer für Rapid. Und falls euch dieses kleine Transfer-Update-Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, dem Video ein Like geben und kommentieren, falls ihr Meinungen zu dem Thema habt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche noch einen schönen Sonntagabend und wir hören uns beim nächsten Video. Bis bald, ciao.